wanna know who I do it for. Ain't low, bitch, I do it for my hometown. I suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Servus Leute, was geht ab? Ich bin's heute der Chiller und willkommen zur zweiten Episode von Only Use Me Gold. Eine Serie, in der ich mit jeder Waffe, mit jeder goldenen Waffe probiere, eine Moab zu bekommen. Heute habe ich die M16 dabei mit Schnellfeuer und Rotpunkt, das heißt wieder mit Aufsätze, also mit der Proficiency Aufsatz oder Attachment. Und wir spielen auf Bakara, Herrschaft 6 gegen 6, glaube ich, mal wieder. Und ich muss wirklich sagen, dass die M16 nicht meine Lieblingswaffe ist, also ich habe die Typ 95 am Anfang von MW3, ja, also öfters mal benutzt, jetzt nicht mehr so arg, aber man muss wirklich sagen, dass die M16 im Vergleich zu Typ 95 überhaupt nicht gut ist. Also, da hat die wirklich keine Chance, überhaupt nicht, weil die Typ 95 macht ja auf kurze Distanz 40 Schaden und die M16, ich glaube 35. 35 oder 30, irgendwie sowas habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, das habe ich im Kopf. Nee, Typ 95 macht 50 Schaden, glaube ich. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall macht die Typ 95 im Nahkampf einen Two-Hit-Kill. Also braucht nur zwei Schüsse zu treffen, das ist bei einer 3-Schusswaffe natürlich echt richtig krass. Ich glaube, das war noch nie so und wenn es so mal so war, dann war es nur in COD 4 mit der M16 so. Und ja, jetzt hier in MW3 ist sie natürlich nicht mehr so gut, man braucht eigentlich immer ein oder zwei Bursts. Und ich glaube, mit Schnellfeuer schießt die M16 auch ein bisschen langsamer, also hat eine niedrigere Feuerrate und macht weniger Schaden wie die Typ 95. Ist klar, dass die Typ 95 dann um einiges besser ist, aber ich meine, das konnte man sich auch davor schon vorstellen, weil die 95 einfach eine übelst gute Waffe ist. Und ja, also ich habe hier die Skorpion Akimbo dabei gehabt und die haben mir wirklich schon ziemlich viel geholfen, weil im Nahkampf hat man mit der M16 jetzt, wie ich gesagt habe, überhaupt keine Chance. Deswegen war es schon nicht schlecht, als ich da die Skorpion Akimbo dabei hatte. Also eine Sekundärmaschinenpistole ist natürlich mit Sliderfan schnell draußen und dann kann man schnell noch einen Gegner im Nahkampf wegholen. Und ich habe hier auch keinen Schalldämpfer benutzt, mal wieder. Und das macht den Moab dann natürlich wieder umso schwerer, weil die Gegner einen eben die ganze Zeit, wenn man schießt, auf dem Radar haben. Natürlich, wenn man mit einem Spezialistenpaket spielt, sehen die Gegner einen irgendwann nicht mehr auf der UAV und auf ihren Herzschlagsensoren oder so, wegen Assassin. Aber sie sehen einen eben auf dem Radar, wenn man schießt. Das ist dann natürlich. Also, ich finde, eine Moab ohne Schalldämpfer braucht mehr Skill als mit. Ja, weil die Gegner einen einfach sehen können. Und ja, also hier sieht man wirklich, ich habe dem Typen da gerade zwei Bursts gegeben, er ist nicht gestorben. Und das ist manchmal echt richtig krass, wie viel Kugeln die Gegner da schlucken können. Das ist, kommt mir schon ein bisschen komisch vor, als ob die so einen kleinen, ja, Glitch oder so hätte, dass er irgendwie manchmal nicht killt. Naja, also es war hier auf jeden Fall eine ziemlich schnelle Moab. Ich brauche jetzt nicht mehr so lange Zeit. Dann habe ich sie auch und ich habe jetzt heute oben rechts oder unten rechts wieder kein Wasserzeichen. Weil das andere noch einfach noch nicht fertig ist, also ich habe ihm gesagt, dass er das Wasserzeichen so machen soll, dass es sich bei der 4 dreht und nicht mehr beim C. Und ja, bis das fertig ist, werde ich jetzt erstmal keins benutzen. Und ja, hier, Alter, ich hatte wirklich so Schiss, weil diese scheiß Angriffsdrohne war da die ganze Zeit hinter mir. Hier bin ich schnell noch um die Ecke gejumpt und habe es zum Glück noch geschafft. Ich hätte es echt nicht gedacht, weil der Tipp war irgendwie dumm. Ich glaube, wenn er wüsste, wie man das Teil benutzt, dann hätte er mit den Bomben geschossen, aber anscheinend wusste er das nicht. Und hier sieht man wirklich, dass die Skorpion Akimbos richtig cool sind. Nicht so stark wie die FMG Akimbo, aber trotzdem nicht schlecht. Und Angriffsdrohne, ja, da kann man ja auf L2 mit so eine Bombe schießen, also irgendwas Explosives und Tactical Nuke incoming! Also das habe ich heute mal wieder reingetan. Ich finde, das hört sich einfach so geil an. Und ich vermisse die Nuke einfach ein bisschen, was er mit Zeit hat. Und ja, deswegen finde ich das ganz cool, dass man das da mal wieder reingepackt hat. Und was ich gerade noch sagen wollte, dass mit der Angriffsdrohne kann man ja auf R2 Bomben schießen. Das wusste der Typ bestimmt nicht. Weil ich finde die das Geschütz von der ist echt ziemlich schlecht, aber egal. Ja, hier ist nochmal die Klasse. Das werde ich jetzt immer am Ende vom Video machen. Also Servus Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.